So, da ist der liebe Adam, ne? Und dann hier, wir wollen hier rein in dieses Haus. Hier ist jetzt noch eine Wohnung, ne? Und schauen wir mal. So, hier ist drin jetzt die Grünanlage, ne? Da geht's rein. Und dann hier, da ist ein Fahrradabstellplatz. Hier um die Ecke ist bestimmt gleich hier die Poolanlage. Da ist ein Grill, und das lange wohl nicht mehr benutzt. Ja, sage ich, da ist doch der Pool, kleiner Pool. Ja, mal sehen, schauen wir uns da mal. Hier ist jetzt der Hauseingang. Ja. Hier geht's rein. Also sieht erstmal sauber aus. Fahrstuhl. Ja, und der liebe Adam, denkt dran, Adam ist ein Makler. Ich zeige euch nur, wie man wohnen kann. Und ich kann die Verbindung herstellen zu Adam, aber ansonsten macht alles andere Adam. So, hier geht's rein in den Fahrstuhl. Ne? Sieht alles freundlich aus und sauber. Hier ist auch nochmal ein Nachbar. Also die Nachbarn sind recht gut abgetrennt, so dass man relativ eigenständig ist hier in der Wohnung. So, ja. So, dann gucken wir uns mal hier die Tür an. Ne? Hier sieht es erstmal gut aus. Dann hier, okay, jetzt wegen hier Staub und so, das Fenster auf dem Bad, ne? Dürft ihr euch nicht hier rummauern, ne? Das ist hier, muss immer sauber gemacht werden nochmal, ne? Aber das wird gemacht, ne? Wenn es verkauft wird, bevor der Käufer übernimmt, wird nochmal gereinigt. Und großes Fenster, Bad, hier niedrigen Einstieg, etwas hier Dusche. Eine schöne große Dusche für eine große Klasse. Aber das scheint neu gemacht zu sein. Naja, die haben die wohl ein bisschen, klein bisschen gefuscht hier mit, die das gemacht haben. Aber weil hier Mörtel rumliegt. Aber das kann man alles abmachen. Das geht alles. Achso, hier den hier Flügel. Da oben ist der Sicherungskasten, da ist der Wertversprecher. So, hier ist der Flur soweit. Ne? So. Hier ist jetzt das große Bad. Ne? Waschmaschine, AEG. Also hier der Durchlauferhitzer, ne? Hier der für Warmwasser, der fehlt. Ne? Aber jetzt hier so muss nachgearbeitet werden. Also man sieht das hier auch hier von den Malerresten und so. Ne? Ist alles neu gemacht worden, muss ich mal nachfragen. Hier auch mit hier Fenster zum Lüften. Ist okay. Also wie gesagt, wir sind in der 5. Etage. Ne? Jetzt sind wir hier in einem Schlafzimmer. Ne? Da ist die Klimaanlage. Ne? Und das sieht auch schon mal gut aus von der Einrichtung her. Jetzt hier einen kleinen Balkon. So, jetzt kann man hier die Poolanlage hier sehen von der Anlage. Geht auch in Ordnung. Da drüben ist ein Volleyballplatz. Die Poolanlage drüben ist in Ordnung. Ach, da ist eine Frau hier bei mit einem Schlauch. Die gießt wahrscheinlich die Grünanlage hier. Jetzt hier auch wieder ein Schlafzimmer. Ne? Da. Klimaanlage, hier der Ausblick aus dem Schlafzimmer. Jetzt geht es hier rein in das Wohnzimmer. Ne? Und ja. So, das Küche, großer Kühlschrank. Da kann man doch eine Geschirrspüle reinstellen. Gott West, Gasherdplatte, Backofen. Habe ich schon gezeigt. Hm? So. Da hinter dem großen Haus da drüben, ne? Hier da ist noch relativ mehr. Ja. Also die Wohnung so ist schön. Muss mal gucken, welche Firma das ist. Tja Leute, das sind 110 Quadratmeter.
und zwei Bäder, ne? Also 2+1 Bäder, ja, 2 Bäder sind da trotzdem, ne? Die sind neu gemacht, muss auch zu Ende geputzt werden, deswegen sieht das doch teilweise so aus, wird aber gemacht und so wie sie jetzt ist, die Wohnung, die, also geputzt natürlich die Bäder, 140.000 ist Verhandlungsbasis und Eider so 400, 450 Euro im Jahr. Tja, was kommt noch? Also wie gesagt, Verhandlungsbasis, Eidat, Quadratmeterzahl, möbliert. Ne? Falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Diesen Raum gefällt mir, dass hier der kleine Balkon, der ist ja nach innen raus, hier also weg von der Straße. Also hier ist ja nachts sehr ruhig. Ne? Also wer jetzt hier nachts seine Ruhe braucht zum Schlafen, hier hat er sie. Und natürlich hier auch die Feuernottreppe, ne? Die in der Türkei Vorschrift ist. Und auch hier ein Notstromaggregat, falls mal Stromausfall ist, ne? Was ab und zu mal vorkommt. Da jedes Mal nicht im Fahrstuhl stecken bleibt oder wenn man beim Kochen ist mit Strom oder wenn man beim Duschen ist, geht das nachher nur noch kalt Wasser da ist. Alles da.